Na gut, dann pressen wir jetzt die Grasballen. Holen uns die Ziegen jetzt dann auch, oder? Naja, ist die Frage, wenn wir einen Mulcher brauchen. Na gut, dann brauchen wir jetzt nicht sofort. Stimmt, brauchen wir erst, wenn es gewachsen ist. Ja, wenn es wissen kann, dann können wir uns Ziegen auch gleich holen. Dann hätte ich gesagt, gönn dir die Ziegen mal. Wenn du das platzieren kannst. Weiter. Fuck, Alter. Hast du da ehrlich auch gleich gesagt, das Land quasi einzeichnen? Alex? Kannst du das Land anzeichnen? Man kann mit dem mit der Maschine, die du dahinter herziehst, sagen, gleich das Land zeichnen. Oder so irgendwie. Presse? Also nicht, nein, plötzlich nicht mit der Presse, sondern mit der. Was war das? Seemaschine? Kreissäge? Verstehe jetzt nicht. Wie du das rundherum Ja. hast du da schon gesagt, Land zeichnen? Dann, aber ich weiß auch nicht, was das bringt. Ja, dass du wahrscheinlich das Land eingezeichnet hast, gleich als, dass das als also Feld, dass das gleich als Feld deklariert ist Du vielleicht. meinst Feld erstellen? Ja, genau. Ja, das muss man ja drum. Das haben wir, das ist der Mod dafür. Ah, Das okay. muss man selber im Flug machen. Er schreibt aber trotzdem hin, dass gepflückt gehört. Ja, pflügen müssen wir ja trotzdem, aber das sind nur 5%. Irgendwann müssen wir Ja. pflügen. Das heißt, irgendwann braucht man wirklich auch einen Flug eigentlich. Irgendwann brauchen wir auch einen Flug, ja. Das hat sich nicht geändert. Geht Okay. nur um die Erstellung vom Feld. Dass wir was anbauen können. Schafe hast du letztes Mal noch gekauft, oder? Schafe sind schon dort, ja. Das nehmen wir 10 Schafe, 10 Ziegen. Ach. Ich hoffe, dass ich die richtigen gekauft habe, aber ich denke schon. Was richtig? Die richtige Art, dass sie sich vermehren. Na wurscht. Ist wurscht, Was du sind nur kannst eine. Männchen und Weibchen, sondern. Egal, weil. Müsste es nicht Arten gleich sein? Nein. Ah, okay. Geschlechtsreif müssen halt sein und Männchen und Weibchen. Gut, ich habe Jungtiere gekauft. Ach so, gar nicht schon welche die. Nein, nein. Ah, okay. Na gut, dann dauert das eh. Hätte ich da vielleicht ein paar alte reinhauen sollen? Na, ich hätte gleich mit Alter begonnen, dass sie sich schon fortpflanzen, weil sonst müssen wir Ach jetzt quasi so. warten, bis sie sich fortpflanzen. Ja, stimmt, das war dann schlecht. Weil die produzieren ja auch nichts. Naja, Wolle, oder? Wenn sie, glaube ich, noch nicht groß sind, auch nicht, glaube ich. Weil der Babyziege gibt noch keine Milch. Was soll man? Stimmt. Oder sollen wir es wieder verkaufen und dann die großen? Kommt drauf an, ich weiß nicht, wie teuer es war. Was hast du gemacht? Was nicht allzu teuer ist, würde ich es halt schon so machen. Nicht die ganz, ich meine, oder gibt es andere, gibt nur Jungtier und Ja, gibt mal. nur. Schauen, was haben wir da verkauft? Kaufen.
1550 habe ich da stehen. Haben die kostet. So viel könnte man eigentlich. Mit 10 Schafe ist das nicht viel, finde ich. Aber den ganzen Berg hast du noch nicht abgemäht da unten, gell? Na, ich habe nur das, was eingezäunt ist. Also ja gut, ich habe das ja nicht eingezeigt, ich bin einfach nur eine Runde gefahren, um zum Testen. Achso, ich dachte, das ist ja nicht das halbe Feld. Achso, ich dachte, das wird das Feld. Ja, wir haben ja gesagt, bis der Hügel weg ist, oder? Dass wir eine schöne Gerade haben. Alter. Oder machen wir es nicht so? Jetzt hat sich der Scheißbaum verfangen, das packe ich nicht. Dann ist es wurscht, wir können es auch anpassen. Also ich dachte, das ist schon das Gezeichnete, was du möchtest. Nein, ich bin nur eine Runde gefahren, um zu testen, ob er was ziehen kann. Ach so. Er muss dann bis wohin? Ich würde sagen, dass wir das halbe quasi, wo Gras ist, Gras lassen und das Hälfte, wo der Berg quasi ist, dass wir das gleich zu Feld umwandeln, weil da kannst du eh nichts machen mit dem. Na gut, das habe ich eh schon gemacht, oder? Nein. Das eine ist, wo die ganzen Baumstöppeln drin sind. Das habe ich jetzt nicht gemäht. Nein, du hast da runter auch nicht gemäht. Ja, unterm Berg auch nicht, weil ich dachte, dass ihm das Feld abgegrenzt ist. Müsst ihr das ganze Feld jetzt doch machen? Nein, aber da ist ja noch die Hälfte bis zwischen braunem Fleck und Fels ist ja noch Gras. Achso, du bist quasi alles, was komplett brauner Fleck ist. Ja, das ist die Hälfte dann. Okay. Wenn du auf die Karte schaust, siehst du ja, da ist der Fels und darüber ist dann der braune Fleck. Und wenn wir das machen, dann haben wir mehr Nutzen auch gleich. Na warte, ich komme. Dann mache ich das jetzt. Gut, ich brauch's eh noch. Da unten will ich dann schon Silagespalten machen. Ich wollte das zuerst oben auf der anderen Seite vom Feld fertig machen und dann. Ich dachte eben wirklich, dass das schon das abgesteckte Feld ist quasi. Für den Anfang mal. Ja, wie du meinst. Aber ich dachte halt, dass wir wirklich was hier so halb-halb haben. Okay, passt. Weil der braune Fleck ist ungenutzt und der Berg ist auch ungenutzt. Sonst. Wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, bis inklusive brauner Fleck quasi. Gut. So. Wenn ich das jetzt dann gemacht habe, dann sammle ich das gleich ein, führe das gleich runter zu den Schafen, weil es hier die Ziegen. Die Ziegen auch gleich. Dann sehen wir nämlich, was wir Verbrauch haben und dann entscheiden, ob ich das untere jetzt auch noch mache oder nicht. Überhaupt nicht. Was? 50? Oder was hast du gesagt? 1500 für 10? 1550 habe ich. 1500 sogar nur. Oder noch weniger. 10? 1150? Aber gut, dann suche ich dann noch die anderen Schafe aus, neu. Oder lassen wir die jetzt zusätzlich drinnen, dass die heranwachsen? Wäre natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, ja. Oder lassen wir das dann komplett, ist dann wurscht, weil lassen wir die heranwachsen und den kaufe ich dann gleich so. Das heißt keine neuen Schafe? Nein, dann. Okay. Boah, da bist du deppert, Alter.
So, jetzt habe ich es dann, glaube ich. Aber ne, ganz schön Ballen raus. 16. Ich würde am Anfang 10-10 machen, ehrlich, so quasi. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Na gut, kommt drauf an, was sie fressen. Wenn nur zwei Ballen reingehen, finde ich es unnötig, weißt du, dass wir dann 20 gleich machen. Gut, abladen kannst du mehr dort. Ja, aber wenn sie eh nur drei reingehen, weißt du, bis sie, das dauert ja dann 5 Tage oder so, ist das Futter. Und so ja, hätten wir aber Kapital. Dass wir das nicht liegend, weil wir tun die ganze Zeit. Rasmin, also nicht ja. So, dass wir das einmal machen und dann Pause. Gut, so gesehen müssten dann eigentlich eh 5-5 reichen. Derweil einmal. Ja, ich mach die da unten und dann sehen wir eh was, wenn es wirklich mehr wird oder so, dann mache ich noch ein bisschen was, aber. Passt. Gut, ist ja auch noch das Gras über dann dort, wo die Ställe stehen, sag ich mal. Genau, notfalls. Und wir haben immer genug. Und so hätten wir das halt dann, da war ein Silage. Silage bringt Geld. Das Futter von der Penny schon runtergestellt. Hingestellt würde ich es dann gleich hinstellen, oder? Ja, wenn er hingeht. Aber weißt du, wenn wir Probleme gehabt haben wegen den Büschen? Ja, weil ich das ausgestellt habe, weil es uneben ist, haben wir eh gesagt. Dann. Ah, okay. Sag, brauchen wir da jetzt eigentlich beide Geräte, weil wir da, ich glaube, Kreissäge und Pflug und so weiter gekauft haben? Also. Wir haben die Sämaschine und den Gruber gekauft. Okay. Was hast du jetzt gekauft? Den Stall? Bitte? Den Stall? Ah ja, Blödsinn. Lost. Ich kann nicht sagen, aber du hast nur 4 Schafe gekauft. Na, ich habe 10 gekauft, oder? Upp. 5 habe ich gekauft. Oder habe ich eingeben zumindest. Okay, dann forst halt auf gleich mit ältere. Oder ist es ein Bug bei mir? Weiß nicht. Muss schauen, aber bei mir steht 2-2. Dann glaube ich, du hast nur 2-2 gekauft. Dort? Beim Stall jetzt? Hast du einen Traktor dort? Du kannst auch ins Menü gehen. Im Stall siehst du es nicht. Du brauchst nur alle Optionen gehen. Nochmal, du hättest nicht extra herkommen müssen. Haben? 4 von 65 steht bei mir. Wo steht das?
Warte mal. So. Wenn ich da im Menü bin, rechts weg. Zwei wenn weibliche, ich... drei männliche, Alter. Okay. Was ist da passiert, Alter? Ja, kauf halt von mir aus noch ein paar ältere dann. Drei Schaf. Ich bin mir sicher, dass ich gesagt habe, fünf Stück jeweils. Komisch. So. Also, dass du jetzt fünf weibliche große kauft, aber keine männlichen. Oder? Habe ich jetzt gemacht. Also nein, warte mal. Männlich, männlich. Also dass es nur männliche kauft, die 12 Monate alt sind. Und weiblich 3 Monate vermehren sich die dann schon? Ja, steht ja Reproduktion. 100%. Und bei den anderen ist Geschlechtsreife. Ah, okay. Sind ja schon 8 Monate. Also eineinhalb Ballen gehen jetzt ran. Ja, lass für beide eine Wagenladung von 10 Stück dort stehen, hätte ich gesagt. Also machen wir doch noch welche jetzt. Oder? Na, das was du dort hast, die 10 Stück. Und den Rest? Ich habe schon presst. Ich muss jetzt auch nehmen. Ja, dann nimm die, die du presst hast von. Ja, ja, aber ich will keine mehr pressen. Das meine ich. Achso, ja, keine mehr. Aber die, die wir noch haben, eben... Naja, die teile ich auf, ja logisch. Auf Reserve hinstellen auch. Aber den Rest können wir dann schon in Silage umwandeln, eigentlich. Vector. Da war im Busch noch ein Silageballen. Ich hab gleich mit aufgesammelt. Bitte? Da war im Busch noch ein Silageballen. Weißt du, dass ich den gar nicht sehe am Drag oben? Außer am Anhänger? Na, Leiman. Hast du dir das echt abgeladen? Wo? Oder ist das ein Bug? Oh. Das würde bei mir abklammern beim Feder, als wenn sie Uhr liegen würden. Das war aber. Ah, jetzt sind sie weg. Denke ich mal. Aber sie waren bei mir auch weg. Weggespawnt.
Hobby. Sollte das mit Cursebuilder eigentlich alles wirklich gut funktionieren, dann könnten wir uns auch wirklich überlegen, die Wiesen dann auch quasi selbst zu begrasen. Aber wenn es nicht funktioniert, ist ja wurscht. Gut, da könnte man sie trotzdem begrasen. Weil da hätte man trotzdem mehr Ertrag. Aber mehr, es ist halt der enorme Kohleverbrauch für das, dass. Wie gesagt, wir machen jetzt nicht das dann jedes Mal, muss rechnen. Na, stimmt. Wie oft machen wir dann wirklich noch aktiv Silage dann im Verkauf, weißt du? Stimmt. Weil wenn das nicht gut funktioniert, müssen wir ja auch selber grubern und alles. Gefällt uns so. Dann wird es ehrlich interessant, wie wir alle Felder bewirtschaften wollen einmal. Ja gut, das wird dann eh nicht gehen, das ist dann eh schon klar. Wenn Kasper nicht funktioniert gut, dann können wir das schon vergessen mit alle Felder. Ich habe da eigentlich ganz vorne Run of Flag angefangen. Aber nee, egal. Bin ich weggefahren. Und die Linie ist neben dem Berg, dann nach hinten gegangen. Okay. Und dann ganz rauf eigentlich. Aber das bin ich jetzt nicht gefahren. Valheimat, fahrt nur die halben Strecken. Ja, weiß nicht. Der erste hat gesagt, wir fahren nur hin und her. Alter, ich zahle da schon wieder die Bäume mit. Und dann hat er wieder einen anderen Plan gemacht. Dann will er mir die Schuhe zuwerfen. Okay. Dann komm gleich wieder.
Sag mal weg mit dem Dreck. So, weiter geht's. Sagst es. Bitte? Sagst es. Wenn du Gras mähen willst, musst du das sagen, dann brauchst du mal. Keine Ahnung. Ey, da gleich fertig. Und danken. Bitte? Danken gleich. Habe ich auch gemacht. Das sind schon 10,5 Ballen wieder. Was so ausgegangen sind. Gut, was du rechnen musst, beim Gras waren ja das die Großen, ne? Ja, das ist ja wurscht. Aber trotzdem sind hier noch 10,5 Ballen. Wenn wir das zu Gras gemacht hätten, wäre es 10.000 weniger, kann man rechnen. Ja. Soll ich vielleicht aufhören und gleich bei dir hinterherfahren mit der Seemaschine? Wie du willst. Man müssen nicht, weil sonst hat Anna dann keine Arbeit. Sonst hat er da was? Anna keine Arbeit dann. Findest? Naja, wenn du jetzt gemäht hast. Na, ich unterbreche das Mähen. Achso. Dann bin ich schon fertig. Na. Kurz unterbrechen eben, dass wir gleich hinterher ansehen können. Wenn muss ich auch nicht. Kein Problem. Will ich auch weiter. Wie du willst. Wie du willst. Wie du magst. Gut, ist die Frage. Ich glaube, irgendwann hat einer sowieso wieder keine Arbeit. Warum? Oder, naja. Ich bin ja mit dem Mähen dann schon fertig. Da bist du. Ah, du hast jetzt gerade gesagt, du bist nicht fertig. Nee, nicht. Ja, dann muss ja noch einer mähen dann. Ja, stimmt.
So, dann komme ich gleich. Jawohl.